Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich zur neuesten Ausgabe des Online-Pharma-Forums wieder hier aus Bonn begrüßen. Heute steht das Thema Regulatory Strategy, Umgang mit nationalen Behörden in Europa, auf der Agenda. Themen der Verfahrenswahl in Europa, günstige Zeitslots, Kooperation mit dem RMS, aber auch dem CMS, was Sie bei Validierung des Antrags beachten müssen und vieles mehr. Wir werden insbesondere auf das Thema Wahl des RMS, Wahl der CMS eingehen, das heißt alles Teile, die zu Ihrer Regulatory Strategy gehören. Die regulatorischen Verfahren zu kennen und die rechtlichen Grundlagen ist das eine. Sie richtig einzusetzen, strategisch das Wesentliche, nämlich das, worauf es ankommt. Wie Sie alle wissen, gibt es in der Europäischen Union zur Erlangung einer Zulassung verschiedene Verfahren, die wir an verschiedene Institutionen, Behörden richten und die auch von verschiedenen Behörden dann ausgesprochen werden. Diese Verfahren enden mit einem unterschiedlichen Grad der Harmonisierung. Den größten Grad der Harmonisierung erlangen wir durch das zentrale Verfahren. Unsere Einreichung im zentralen Verfahren adressieren wir an die Europäische Arzneimittelbehörde. Die Zulassungsentscheidung und die Ausstellung des Zulassungsbescheides obliegt der Europäischen Kommission.